Durch eine neue Kooperation mit den Salzburger Landeskliniken ist die Attraktivität des Krankenhauses Mittersill noch höher geworden. Worum geht es konkret? Leider nehmen die Lungenerkrankungen permanent zu, speziell auch bei Kindern mit Bronchitis und so weiter. Und hier geht es darum, dass wir aus der Sicht der Patienten für die Pinzgauer Bevölkerung dieses neue Angebot hier im Krankenhaus Mittersill anbieten, in Zusammenarbeit mit den Salzburger Landeskliniken. Speziell bei Lungenerkrankungen ist es ja auch oft so, dass der Weg nach Salzburg sehr weit ist. Und hier kann man sowohl ambulant als auch stationär in Mittersill behandelt werden und holt sich die Expertise von Professor Studnitzker und seinem Team aus den Landeskliniken. Das ist ein weiterer Schritt zur Standortgarantie des Krankenhauses Mittersill, wo wir eben neue Wege im Sinne einer Kooperation mit der Spitzenmedizin in Salzburg eingehen. Welche Erfahrungen hat das Krankenhaus Mittersill allgemein mit Kooperationen mit den Salzburger Landeskliniken bisher gemacht? Also wir haben mit den Salzburger Landeskliniken, sprich mit der PMU in Salzburg, nur die besten Erfahrungen. Vor 1,5 Jahren wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen mit der onkologischen Abteilung der Uniklinik Salzburg. Und das Projekt hat sich von gegenseitigem Vertrauen prächtig entwickelt zum Gewinn des Patienten. Aus der Sicht des Patienten würde ich es als absolutes Erfolgsmodell werten. Was hat die Universitätsklinik für Lungenheilkunde bewogen zu dieser Kooperation mit dem Krankenhaus Mittersill? Wir wissen, dass Lungenerkrankungen bei stationären Patienten doch recht häufig sind. Also 10-15%, nehmen wir an, sind davon betroffen. Und wir sind sehr froh, jetzt durch diese Kooperation hier in Mittersill diesen Patienten unsere Expertise, unser Wissen, unsere Erfahrung in diesem speziellen Bereich zur Verfügung zu stellen. Und wir sind sehr froh, weil das ist die einzige Kooperation dieser Art, die es in Österreich gibt.